und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute, um was geht's heute? My hair. Aber das sind nicht meine echten Haare, das ist eine Wig. Denn meine Haare sind Katastrophe. Meine Haare sind überall abgebrochen, meine Haare sind bis hier oben abgebrochen. Und ich dachte mir so, okay, es gibt keinen Weg jetzt mehr dran vorbei, ich muss sie schneiden. Und nicht nur das, ich werde auch heute meine Nägel machen. Meine Nägel sind viel zu lang, 80 Millionen Meter schon rausgewachsen. Und ich habe die selber gemacht, also die waren vorher anders. Und dann habe ich einfach die abgeschliffen und einfach eine Farbe selber drüber gemacht. Viel zu breit, viel zu lang, I don't like. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg ins Nagelstudio, aber ich bin nicht in Berlin. Ich bin in Braunschweig bei meiner Familie. Ja, und danach fahre ich nochmal kurz nach Hause zu meiner Kleinen, ihr Tschüss sagen, meine Sachen einpacken. Und dann geht es für mich nach Hagen und dann werden die Haare abgeschnitten. Ich denke nicht, dass ich so dunkel werden will. Ich weiß nicht, ob mir das so gut steht. Eigentlich aber auch nice. Aber dann kann ich halt nicht mehr hell werden. Deswegen denke ich, dass ich erstmal abschneide und ein bisschen heller bleibe. So kupferig braun. Aber ich weiß nicht genau. Das wird alles auf mich zukommen. Wenn ich was mitsprechen möchte, dann sage ich, mach bitte heller, blondier. Und dann sind meine Haare abgebrochen, ja. Deswegen lasse ich ihn einfach machen, weil er ist sowieso der Profi und ich habe da eigentlich gar keine Ahnung von. Hat man ja gesehen. Euch viel Spaß bei dem Video. Lasst mir gerne einen Like da, einen Kommentar und ein Follow. Ich fahre jetzt zu meiner Freundin, die ich schon seit Ewigkeiten kenne, mein ganzes Leben lang gefühlt. Und dann geht's nach Hagen. Everybody ready? Yeah! For a new day! For a new day! My soul play me a mouse. You go do you one time, but before and one time, I'm about to buy mess up. Anything you wish me, that be a passion. Bad man, no, they walk up. Man, no, be God up. Make them they talk up. And so they fly like helicopter. Never the grace of God and inshallah. Ich bin jetzt in Hagen. Ich bin 3 Stunden gefahren und ich bin richtig müde geworden auf dem Weg. Aber I did it. Ich bin zwar 45 Minuten zu spät. It is what it is. Now it's time for a haircut. Ich habe hier meine Extensions. Und da ist der Friseur, my love. Gucken Sie ihn an, da hinten. Dieser wunderschöne Mann. Daniele. Also das sind meine Haare. Ich habe die so zusammen gemacht. Und die sind ja in diesem kupfrigen Ton. Ich bin mal gespannt, ob wir da bleiben bei diesem Ton oder ob wir was Neues machen. So Leute, meine Haare sind jetzt fertig. Es ist wunderschön geworden, aber es ist so gewöhnungsbedürftig für mich. Ich muss damit erstmal kurz klarkommen. Ich brauche erstmal kurz ein bisschen Zeit dafür, das zu realisieren, dass ich meine Haare abgeschnitten habe. So Leute, meine Haare sind kurz. Ich habe mich jetzt 2 Tage lang dran gewöhnt und ich liebe es. Es fühlt sich einfach irgendwie richtig an, weil das auch einfach zu meiner momentanen Lebenssituation passt. Ich bin gerade in einer ganz, ganz, ganz neuen Lebensphase. Und ich habe ganz, ganz dolle das Bedürfnis dazu, auf Natürlichkeit so. Ich sehe alles aus einer ganz anderen Sicht und mein Herz ist unglaublich gefüllt mit einer tiefen Zufriedenheit. Ich habe wieder extrem dolle zu meinem Glauben gefunden und ich denke, das liegt auch auf jeden Fall auch daran. Ich habe alle meine alten Lasten hinter mich gelassen. Es war ein langer Prozess, auch sich von diesen Menschen zu lösen. Und damit meine ich nicht immer Vanessa, weil ihr immer alle sagt, ja, Vanessa und bla und hier und da. Natürlich gehört sie auch dazu, aber es sind auch noch so, so viele andere Menschen, über die ich gar nicht gesprochen habe, weil ihr sie gar nicht kennt, weil sie einfach nur in meinem Privatleben existieren oder existiert haben. Auch natürlich von alten Verhaltensmustern und von alten Denkensmustern habe ich mich gelöst. Und das einfach, das war, ich fühle mich einfach, als ob ich neu bin und auch, als ob ich auf dem Weg bin, noch neuer zu werden. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich damit meine. Gott hat mir einfach alles geschickt, was ich brauche.
Er hat mich auch mit Menschen zusammengebracht, zum Beispiel wieder mit meiner Familie, mit meiner Cousine, auch mit neuen Menschen, die meinen Glauben teilen. Und es fühlt sich einfach unglaublich gut an. Ich habe auch jemanden kennengelernt, der mir in unglaublich kurzer Zeit das Gefühl gegeben hat, dass es okay ist, so wie ich bin. Und ich habe mir ja dieses Jahr im Januar, jeder hat immer so Vorsätze fürs neue Jahr, und mein Vorsatz war, mein Herz wieder zu öffnen. Und das habe ich wirklich so gemeint. Das habe ich nicht nur gesagt, sondern ich habe das so gemeint, weil die letzten Jahre meines Lebens, ich habe es nicht mehr geschafft, mein Herz zu öffnen, weil ich so sehr in meinen Traumas, in meinen Struggles, in meinem Hustle gefangen war, dass ich es einfach nicht geschafft habe, mein Herz zu öffnen für neue Menschen, für vielleicht einen neuen Mann an meiner Seite. Drückt mir die Daumen! Ich bete auf jeden Fall dafür. Und seit diesem Zeitpunkt hat sich einfach alles ins Bessere entwickelt, und alles, was jetzt noch nicht gut ist und noch schwierig ist in meinem Leben, wie zum Beispiel meine berufliche Situation oder so welche Sachen, das wird auch gut werden. Und davon bin ich unglaublich dolle überzeugt, weil ich einfach Gott an meiner Seite habe und gute Menschen und gute Werte habe. Und ich weiß einfach von tiefstem Herzen, dass Gutes Gutes findet. Ich weiß, dass es nur Lösungen gibt für jedes Problem. Man muss nur kreativ werden und diese Lösung finden. Ansonsten, ich arbeite ja die ganze Zeit im Hintergrund an einer gewissen Sache, schon länger, nur hatte nicht die richtigen Personen an meiner Seite und habe mich deswegen, es hat sich einfach nicht so richtig angefühlt, damit schon rauszugehen. Fühlt es sich auch immer noch nicht zu 100%, aber ich bin auf einem richtig guten Weg, denke ich, und ihr werdet alle überrascht sein, denn keiner denkt das. Einfach ein wirklich unglaubliches Herzensprojekt. Deswegen, das war auch der Grund, warum ich jetzt in Köln war, beziehungsweise eigentlich immer in Köln bin. Also ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, ich mache dort Sachen. Ich bin am Working in the Background. Also macht euch keine Sorgen um mich. Und auch alles, was schwierig ist, und das kannst du auch auf dich beziehen. Alles, was schwierig ist, wird gut werden. Und es ist einfach nur eine Lehre, eine Lektion, die dich auf etwas noch Besseres vorbereiten wird. Wenn du zum Beispiel betest für Geduld, dann wird dir Gott nicht einfach Geduld geben. Er wird dir Aufgaben geben, die Geduld beanspruchen. Und wenn du diese Aufgaben erfüllst, wirst du geduldiger danach sein. Und das ist das. Alles, was dir schwierig erscheint in deinem Leben, ist nur eine Vorbereitung auf etwas Besseres, auf Weisheit, auf Geduld, auf eine Familie, auf einen Mann. Aber nicht nur auf den richtigen Mann, sondern auch, dass du die richtige Frau wirst. Dass du die Frau wirst, die auch dieser Mann sich an seiner Seite wünscht. Und dass du schon eine Ehefrau bist, bevor du heiratest. Wisst ihr, was ich meine, worauf ich hinaus will? Ja, viele Gedanken sind momentan in meinem Kopf. Ich bin froh aber für diese Gedanken, weil das sind schöne Gedanken, das sind positive Gedanken. Die kommen aus einem sehr, sehr schönen Place. Und ich bin froh, dass ich das ein bisschen mit euch teilen konnte. Und jetzt bin ich wieder in Braunschweig. Ich bin gerade 3 Stunden gefahren, war eine übertrieben lange Fahrt. Ich esse schnell was mit meiner Mama, ein bisschen quatschen, Kaffee trinken. Dann hole ich die Kleine ab und dann geht es wieder zurück nach Berlin, denn morgen geht's weiter. Morgen habe ich ein Shooting, Montag fängt wieder die Reality an. Mein Berlin-Alltag, meine Berlin-Reality. Und ich freue mich aber drauf, weil das Leben ist schön und wir sollten es einfach so nehmen, wie es ist und es genießen in jeglicher Form. Und alles, was schwierig erscheint, ist nur temporär und danach wird es leichter.